So, auch die Heldenliga startet wieder mit frischen neuen Aufnahmen. Einen Tag später, aber sie startet. So, Endstation Praxis habe ich noch nicht so den Helden für mich gefunden, der gut funktioniert auf der Map. Eine Valla wäre eine Idee. Ich lock Valla erstmal ein, mal gucken. Zieh mein Team ja immer gerne mit ein. Kerrigan wäre so eine Idee. Wir müssen eigentlich einen Falstad bannen. Keltas. Kerrigan. Ming. Oh, Falstad. Das. Nein. Secrets. Dieses Reich braucht mich. Was spielt ihr? Der Butcher. Der wird wieder ein bisschen beliebter, habe ich das Gefühl. Zumindest habe ich den jetzt schon öfters gesehen. Nichts hält den Schwarm. Raum der Horde. Okay, das sieht doch nach einem. Vernehme den Ruf der Wildnis. Ansprechendem Line-Up ab für Ausfindung. Etwa wann? Die brauchen einen Heiler. Entscheidet euch. Hallo! Ist gebannt. Spielen die etwa mit. Nee. Ich bin bereit. Bereit für ein Abenteuer! Na, nee. Dann jetzt in den Johanna reinzupicken. Wir brauchen schon Rexha Solo. Puh, schwierig. Durchaus machbar, aber wenn die den Teig ist, bannen die doch nicht ohne Grund. Ohne, ich meine, der Rexha, vielleicht gegen den Bären? Weiß ich nicht, also. Ja, Double Tank. Deswegen den Teig ist rausgenommen. Cool, dann gehe ich auf Auto-Attack. Oder Moment, ich könnte eigentlich den Hungry Arrow ausprobieren. Hungry Arrow Build. Ziele genug dafür haben wir ja. Wäre ein Versuch wert. Wir gucken mal.
Der Pfad führt hier. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit oder Krähenfüße. Ablenkzeit von Salto. Ich glaube, darauf werde ich spielen. Die Ablenkzeit von Salto will ich reduzieren. Monsterjäger brauchen wir nicht. Nicht unbedingt. Dann werde ich auf die Krähenfüße spielen. Die Jagd geht weiter. Hungry Arrow. Ich spiele mal drauf. Der Pfad führt hier lang. Gehen wir. Ein kluger Schachzug. Niemand darf überleben. 7, 7, 7, 9, 9, 9. Blute abschauen. Schnell und lautlos. Eure Furcht verrät euch. In Ordnung. Niemand darf überleben. Eure Furcht verrät euch. Spürt meinen Hass. Der Pfad führt hier lang. Die Jagd geht weiter. Ich muss mich zurückziehen. Obwohl. Euer Schicksal ist besiegelt. Zu benötige ich mehr. Ich bin gerade ein wenig geleckt. Ich breche auf. Oh Gott. Ich sollte den Rückzug antreten. Holy shit. Das war richtig knapp. Der Pfad führt hier lang. Ich breche auf. Euer Schicksal ist besiegelt. Besiegelt. In Ordnung. Gut gemacht, Heiler. Niemand darf überleben. Fuck. Der Gegner wird viel mehr Zerg fertig werden müssen als wir. Ein kluger Schachzug. Euer Schicksal ist besiegelt. Euer Schicksal ist besiegelt. Die Jagd geht weiter. Da kann ich wenigstens sechs sammeln. Niemand darf überleben. Lautlos.
Spürt meinen Hass. Ja, bisher sieht's gar nicht ich so habe meine aus. Beute gefunden. Niemand darf überleben. Ich breche auf. Spürt meinen Hass. Der Pfad führt hier lang. Keine Gnade für die Elenden. Niemand darf überleben. In Ordnung. Keine Gnade für ja, die wenn die uns hier das vor einfach so just for free geben. Warum nicht? Spürt meinen Hass. Ich fühle mich gestärkt. Ich habe so meine Leute gefunden. Schnell und die Stacks habe ich jetzt auch bald alle. Nichts für ungut. Ach, die ticken weiter, wenn man nicht angreift. Das ist nett. Das ist nice. Hast du heute Glück, Penner? Wir packen das. Ich glaube. Meinen Hass. Schaden und hier gibt es dann die Eisenzeit. Wenn ich die 180 habe, die habe ich jetzt bald. Moradin helfen. 160, das heißt die Abklingzeit wird verringert auf 5 Sekunden. Die Jagd geht weiter. Oh, hallo. Blute anschauen. Euer Schicksal ist besiegelt. Wie ihr wünscht. Blute abschaum. Blute abschaum. In Ordnung. Dass ich zumindest keine bleibe. Gnade für die Elenden. Quest abgeschlossen. Keine Gnade für die Elenden. Die Jagd geht weiter. Euer Schicksal ist besiegelt. Ich fühle mich gestärkt. Eure Furcht verrät euch. Für die Elenden. Der Pfad führt hier lang. Wie ihr wünscht. Ein guter Schachzug. Holy shit. Glück gehabt. Schicksal ist besiegelt. Die Nacht geht weiter. Ich spüre meine Rache. Ich gehorche. Ich gehorche. Die Jagd geht weiter. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Hier lang. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen.
Fühlt meinen Hass. Hier lang. Wie ihr wünscht. Ich habe meine Beute gebracht. Gehen wir. Meinen Hass. Ich muss mich zurückziehen. Denen habt ihr es gezeigt. Ja, 40er Stack, das dauert noch. Die Quest zumindest abgeschlossen. Der Pfad führt hier lang. Was gibt's denn noch? Genau, der Hungry Arrow wird abgeschlossen, darauf muss ich mehr spielen. Lebenspunkte umwandeln, Fähigkeiten schauen, ja, warum nicht? Zack, Käfige geöffnet. Eine große Angriffswelle bewegt sich auf ihren Gegner zu. Die Jagd geht weiter. Weiter so! Ja, warum nicht Hungry Arrow, wenn ich nicht ständig vergessen hätte, die im Saito einzusetzen. Denn wäre das wahrscheinlich auch besser gelaufen. Ich fand nicht gut. Ist auf Stufe 12 geworden und ich bin in Division 3 von Platin aufgestiegen. Wer hätte das gedacht? 250 Punkte. Ich dachte, das gibt's nicht mehr, dass man 250 Punkte bekommt. Ach, persönlicher Rangausgleich und eingefrorene Rangpunkte. Ah, okay. Bis zu 1000 Punkte kann man ja einfrieren lassen. Mehr oder weniger. Dadurch, dass ich... Das sind die Rangpunkte, die ich mitbekommen habe, als ich von 4 auf 3, das Aufstiegsspiel, wird dann halt mitgewertet. Ja, und das halt gut, lief gut. Ja, der Hungry Arrow Build, mal wieder gespielt. Spielt sich angenehm frisch, besser als früher. Wenn man das erste Talent mitnimmt in Tier 1, dass die Diener auch 100% mehr Damage bekommen und die Mana-Kosten reduziert werden von Hungry Arrow, kann man durchaus das auch auf Maps spielen, wie Sky Temple, wo viele Minions noch dabei sind, oder wo sind noch Minions dabei, Inferno Schwein kann man durchaus machen, nur leider kriegt man dann halt nicht den vollen Damage auf die Helden. Das ist ja das, wieso man den Hungry Arrow Build nicht so gerne auf Maps spielt, wo viele Creeps unterwegs sind, auf den jeweiligen Objectives. Naja, okay, das war's mit der Vala. Schöner Einstieg, wie ich finde, in die Heldenliga, gleich auf Rang 3 eingestiegen. Ich muss mal gleich einen Screenshot machen für die Thumbnails. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!